Seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit einem Lernvideo, denn in diesem Video geht es um das ER-Modell. Viel Spaß! Also erstmal zum Verständnis, was bedeutet denn eigentlich ER-Modell? ER-Modell steht für Entity Relationship Modell. Und dieses dient als Grundlage für einen Datenbankentwurf. Mithilfe des ER-Modells soll eine Typisierung von Objekten, ihrer relationalen Beziehungen untereinander und der zu überführenden Attribute stattfinden. Aber was genau heißt das jetzt eigentlich? Mit dem ER-Modell kann geplant werden, wie die Datenbankstruktur überhaupt aussehen soll. Sprich, das Design wird von dem ER-Modell designt, kategorisiert und generell übernommen. Sprich, dass alle Kategorien erstmal miteinander verknüpft und definiert werden, bevor überhaupt erst richtig programmiert werden kann. Das ER-Modell ist grundsätzlich in drei Aspekte zu unterteilen. Das erste ist die Entity. Das sind die Objekte und die Namensgeber des ER-Modells. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ER-Modell habe über, sagen wir mal, Steuern, dann ist die Entity Steuern. Dann gibt es noch die Attribute. Das sind quasi die Eigenschaften, Definitionen der Entities, quasi die Besonderheiten der Entities. Und diese werden in Integer und Char, also Farbe und Name, eben unterteilt. Zuletzt gibt es die Relationships. Die sagen einfach nur, ob zwischen den verschiedenen Entities eine Verbindung, eine Beziehung eben entsteht. Zum Beispiel bei einer Wohnung ist halt eben der Beziehungstyp Person und Wohnung, weil zwischen denen eben eine Beziehung oder ein Austausch eben stattfindet und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich auch noch verschiedene Arten von Relationships. Zum Beispiel, wenn es eine 1:1 Beziehung ist, hat man in der Mitte die Relationship und dann daneben die Entities. Zwischen denen werden einfach von der Relationship aus zwei Pfeile gebildet und da schreibt man dann eine 1 darüber. Das ist dann die 1:1 Beziehung. So wissen wir dann, dass halt jedes Entity auf der linken Seite auch zu maximal einem Entity auf der rechten Seite in Verbindung steht. Eine weitere Kategorie von Relationships sind die M1 Beziehungen. Da ist es eben so, dass eben ein Entity zu beliebig vielen anderen Entities von M eben in Verbindung steht. Das heißt, diesmal werden die Linien nicht, also die Verbindungslinie nicht mit 1 und 1 gekennzeichnet, sondern mit 1 und klein m. Die nächste und letzte Beziehung eigentlich ist MN, also die MN-Beziehung. Da ist es eben so, dass wir die Entities mit klein n und klein m eben gekennzeichnet haben und eben jedes beliebige Objekt von n mit beliebig vielen Objekten von m eben reagieren kann, genauso umgekehrt. Sprich, jedes Objekt von m kann auch mit jedem Objekt von n reagieren und es gibt quasi kein Limit. Es gibt aber jetzt noch mal ein paar Beispiele dazu. Sagen wir jetzt mal, wir hätten jetzt ein ER-Modell, wo halt einmal das Buch ist, also die Entity mit Buch, Bild, also Cover, Name, Genre, Preis etc. Und nochmal einmal den Autor mit Autorname, Vorname, Geburtsjahr etc., was auch sonst. Und dazwischen ist halt eben die Relationship, die das eben miteinander verbindet. Das kann jetzt zu einer 1:1-Beziehung sein, eine NM oder eine 1M-Beziehung, das ist relativ egal. Ihr seht jetzt hier nochmal kurz ein kleines Beispiel, das nochmal läuft mit 1:1, 1N und NM. Nochmal als Beispiel, ein anderes. Jetzt wenn ihr zum Beispiel, wenn jetzt ein 1:1 Beispiel wäre, jetzt einmal, wir hatten einmal den Schüler, erhält und Jahreszeugnisse. Dabei ist natürlich das erhält die Relationship, Schüler Identity etc. Somit ein Schüler bekommt am Schuljahresende ein Zeugnis. Ein 1:N Beispiel wäre, ein Schüler hat N, also irgendeine beliebige Anzahl von Helfern. Sprich Schüler, besitzt und Helfer. NM Beziehungen wären zum Beispiel Schüler startet und Schul-PC. Ja, zum Beispiel
x-beliebige Schüler starten x-beliebige Rechner. Sowas zum Beispiel. Um nochmal als finale kurze Zusammenfassung bis dahin. Ein ER-Modell ist eine grafische Darstellung eines bedeutsamen Auszugs eines realen Sachverhalts als vereinfachtes Modell und ist mit einer Tabelle gleichzusetzen, nur halt in der Informatik und etwas ausführlicher bzw. präziser. Es gilt zur Problemlösung, Optimierung und zum Überblick und Kategorisierung der einzelnen Themen oder Prozesse. Und überwacht natürlich auch noch diese Prozesse und optimiert die eben auch noch. Und dann gibt es natürlich noch die Entities, also die Themen, als auch noch die Relationships, die halt diese die Verbindungen darstellen, als auch noch im Allgemeinen die Attribute, also die Kategorien und oder Unterkategorien besser gesagt und Faktoren der einzelnen Oberbegriffe. Und es gibt natürlich auch noch verschiedene Arten von Beziehungen. 1 zu 1, 1 zu n und n zu m. Ja, und jetzt nochmal hier ein kleineres ER-Modell als Beispiel. Wir haben als Sachverhalt, ein Musiker mit dem Namen Frosch, sagen wir mal, sitzt auf einer Straße und spielt Gitarre. Schnell fällt, dass er mehrere Gitarren sein Eigentum nennen kann. Und das ER zu diesem Sachverhalt, und das ER-Modell besser gesagt, würde dann so aussehen. Also Name, also wäre dann der Musiker eben. Haben wir die Relationship, also spielt. Dann haben wir noch Gitarre und die einzelnen Attribute wie Hersteller, Seriennummer, sonst was alles. Und bei einem ER-Modell sind zu beachten, dass man den Sachverhalt eben liest und auch versteht. Notizen zu den einzelnen Faktoren, Kategorien oder auch noch zu den ganzen Fachbegriffen macht. Und auch nochmal durchaus mal aufmalen. Und auch das anhand von vorhandener Infos das ER-Modell eben aufbauen, beziehungsweise den Aufbau, der da eben ist, zu verstehen. Und dann sollte man eigentlich auch schon gut dabei sein, wenn man das ER-Modell mal in der Schule in Informatik behandelt. Man könnte jetzt natürlich auch noch weiterhin ausführlicher auf das ER-Modell eingehen, mit auch noch auf die Relation, also auf das Relationsmodell des ER-Modells, aber das ist ein Video für sich. Wenn ihr aber ein Video haben wollt zum Relationsmodell, dann schreibt es unten in die Kommentare, wird es auf jeden Fall auch noch diesen Monat oder nächsten Monat auf jeden Fall nochmal kommen. Aber um natürlich nicht noch mit mehr Fachbegriffen, Beispielen und sonst was eben das Video unnötig in die Länge zu ziehen, langweilig zu machen oder euch zu verwirren, werde ich es mal wie gesagt dabei belassen. Wie gesagt, wenn ihr noch ein weiteres Video sehen wollt zu dem Relationsmodell, dann unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt bezüglich Technik, wissenschaftlichen Themen, Analysen, Filmen und Comics vor allem oder sonstigen Sachen, alles rum im Bereich des Nerdigen, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen. Und teilt das Video auch gerne mit Leuten, die das interessant finden könnten. Und auch nochmal, wenn ihr weitere Videoideen habt, dann schreibt das unten mal in die Kommentare. Dann kann ich mir das auch nochmal überlegen, ob ich dazu nochmal ein Video mache zu irgendeinem Thema, egal was. Solange es halt in den Kanal passt. Und wie gesagt, liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.